Des guten Geschmacks. Was ist los? Sehen wir uns endlich auch mal wieder? Mann, was habe ich nur gemacht die ganze Zeit? Ja, was denkt ihr wohl? Kaffee ist getestet. Und ich bin auch gerade wieder dabei. Ich habe gerade jetzt hier gestartet mit meinem ersten Espresso-Tasting hier von Kettwinger Rösterei. Ja, die haben mir mal ein bisschen was zugeschickt und das probiere ich jetzt. Und das ist der erste Kaffee. Und ja, gut. Geht lecker runter und sieht auch super aus, wenn er so durchgeht durch die Becerra. Ja, habt ihr schon gesehen hier? Ich habe doch jetzt eine Kaffeemaschine in der Richtung. Naja, deswegen sind wir aber noch nicht hier. Becerra-Test gibt es auch noch, natürlich. Leute, wir sind hier heute so ein bisschen im Kaffee-Talk. Kein Kaffee heute für euch, sondern mal ein Thema. Und das ist ein Thema, wo ich ganz ehrlich sage, darüber habe ich die letzten ein, zwei Wochen echt häufig nachgedacht. Und ich hatte vor kurzem erst ein interessantes Gespräch darüber, was ist überhaupt so Specialty Coffee? Welchen Wert hat Specialty Coffee? Und eigentlich ganz klar, hat dieser Specialty Kram nicht eigentlich so einen Overhype? Ich bin ja wirklich ein Kaffee-Fan. Ja, wirklich. Durch und durch. Bin richtig nerdy unterwegs. Und guckt mal, ich habe auch so Special-Tassen, ja, anstatt so eine ganz normale weiße. Und ja, jetzt hier auch so eine Kaffeemaschine stehen und eine Mühle und allen Pipapo habe ich hier stehen. Ist das dann alles notwendig? Betreiben wir nicht eigentlich in diesem ganzen Specialty-Coffee-Universum vielleicht ein bisschen mit krassen Verpackungen, mit Bohnen, die aus sonst woher kommen, mit Röstprozessen, die fast schon digital ablaufen und wenig Handwerk vielleicht sogar nur noch dabei ist? Und dann auch noch diese ganzen Coffeeshops, die so möchtegern hippie-stippie im Aussehen. Ja, Leute, das ist genau der Punkt. Darüber will ich mich heute mal mit euch unterhalten. Ist das nicht eigentlich alles nur Fassade? Und muss ich sagen, so ein bisschen ist es schon. Aber kommen wir mal, komm, wir setzen uns mal hin, okay? Ah, so, Leute, hier an dem alten Spot. Hab ein bisschen umgeräumt, deswegen ist da hinten jetzt mein Coffee-Spot. Und ich muss auch noch mal ein bisschen gucken, wie ich das hier alles so mache. Mit diesem ganzen Kaffee-Equipment und Filmspot und überhaupt Coffee-Hype. Was bezahlen wir eigentlich wirklich bei diesem ganzen Specialty-Coffee-Kram? Ist das jetzt schon mehr dieser Specialty-Hype, den wir bezahlen? Oder ist es wirklich all das, was dahinter steckt? Die Farmer, die Anbauarten, den Direkthandel, dann auch noch den, ja, ich sag jetzt mal, die Veredelung durch das Rösten, durch wirklich richtig, richtig gute Röstmeister und dann auch noch die ganze Zubereitungslinie. Was bezahlen wir da wirklich und kriegen wir überhaupt all das mit, was Specialty Coffee so ausmacht am Ende des Tages? Ganz ehrlich, Leute, mittlerweile habe ich das Gefühl, eher nein. Die Leute rennen in die Coffeeshops. Sie sind total fasziniert von den ganzen coolen Equipment, was man so hat. Es ist ein Siphon, es ist eine Chemex, was auch immer. Es sieht alles immer so cool aus. Und auch die Latteart, die sitzt in fast jedem Coffeeshop. Aber nee, das ist es doch nicht. Manchmal wird sich beschwert über zu sauren Kaffee, über, naja, jetzt schmeckt man hier gar nicht die Zitrone raus oder die Bergamotte oder was auch immer. Eher daran hapert es so ein bisschen. Und natürlich ist Specialty Coffee eigentlich nicht für die breite Masse vielleicht gedacht. Aber die breite Masse möchte gerade Specialty Coffee, weil sie merken, das ist so ein Hype, das ist cool, das ist fancy und dann habe ich auch noch meinen reusable Cup in der Hand und bin hier voll gut unterwegs, so klimaneutral und so weiter und so fort. Ja, also ganz ehrlich, obwohl die meisten Coffeeshops nicht hip wirken sollen und wollen, sind sie es irgendwie. Ich war vor kurzem bei First Crack und da ist mir aufgefallen, krass, die versuchen gar nicht hip zu sein, die versuchen einfach nur authentisch zu sein. Sie sehen, dass Kaffee noch ein echtes Handwerk ist, dass da Liebe reingesteckt wird und dass der Laden nicht hyper fancy, überdesigned aussehen muss, sondern einfach wie ein Handwerksladen. Und das sehe ich genauso. Soll das jetzt hier ein Mecker-Video werden über Specialty Coffee? Brauche ich ihn ja gar nicht trinken. Nein, Leute, darum geht es gar nicht.
Es soll kein Gemecker sein. Es soll mal nur darauf hinweisen, was Specialty Coffee eigentlich ist. Und da ist nicht nur der Geschmack wichtig, der über allem irgendwie steht, wo sich irgendwelche Mega-Nuancen erhofft werden, die nur ein ganz kleiner Prozentteil von uns auch schmecken kann. Ist es überhaupt wert, 25 Euro für 100 Gramm oder sogar 250 Gramm Kaffee zu bezahlen, weil sie mega krass hergestellt wurden, beziehungsweise eine bestimmte Waschung haben und so weiter und so fort. Dann noch die Röstung hinterher und die Pipapo. Stopp, gebe zu, ich habe schon auch Kaffee gehabt für 44 Euro, 100 Gramm. Habe ich auch letztens getrunken und muss sagen, ja, ich habe mich jetzt aber auch wie so ein Freak mit Geschmackssensorik auch beschäftigt und wollte wissen, wo ist mein Cap? Denn auch ich habe einen Geschmackscap. Das ist einfach so. Nicht jeder kann die schmecken bis zum Himmel. Das funktioniert nicht. Und ja, ich hatte was von dem Kaffee. Wirklich. Aber jeder andere, den hätte ich hingestellt, jeder andere hätte den getrunken und hätte gesagt, boah, ist der geil, weil ich gesagt habe, der hat 44 Euro gekostet. Und jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Im Moment ist es einfach so, Specialty Coffee ist wie Apple. Man möchte es haben, man möchte es trinken, weil irgendwie das sich abhebt von allem anderen. Sicherlich hebt sich Specialty Coffee im normalen Sinne auch ab von allem anderen Kaffee. Es wäre Unsinn, andere Kaffees, die ähnlich gut produziert sind, wo halt nicht Specialty draufsteht, dann abzuwerten. Es gibt super gute italienische Bohnen, die sind schon richtig, richtig stark. Und wenn man zum Beispiel auch so einen richtig starken Kaffee haben will, dann ist es auch gar nicht verfänglich, diesen zu trinken. Wo will ich eigentlich hin in diesem Video? Ich möchte euch einfach mal nur daran erinnern, dass Specialty Coffee schon eine coole Sache ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verliere mich in diesem Thema auch gerne. Und ich beschäftige mich super, super gerne mit all diesen verschiedenen Kaffees. Aber am Ende interessiert mich zum Beispiel irgendein Score-Grade überhaupt nicht. Wichtig ist, dass mir der Kaffee schmeckt. Wenn ich zum Beispiel Kaffeetests mache, sage ich euch ja auch immer, das ist mein Geschmack. Ihr könnt ganz anders schmecken. Es ist einfach so. Und guck mal, der hier. Super. Erste kleine Runde. Finde ich schon mal gut. Und dann gucke ich mir mal an, welche Nuancen kriege ich da noch raus. Wie schmeckt mir der Kaffee am besten mit welcher Mahlstufe etc. pp. Kriegt ihr ja auch dann alles mit. Den eigentlichen Sinn des Kaffees zu verkennen und nur dem Hype nachzugehen, ist mal wieder eigentlich nicht der Sinn der Sache. Muss ich einfach sagen. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch. Aber es ist meine Meinung. Aber ich teste weiter Kaffee. Auf meine Weise. Für euch. Und ich bin gespannt, was ihr denkt, ob dieser Specialty-Hype nicht einfach übertrieben ist oder gerechtfertigt. Ich sage euch ganz ehrlich, man muss keine 15, 16 Euro ausgeben, um richtig guten Kaffee zu haben. Auch die Specialty-Coffees, die so bei 9 Euro liegen, pro 250 Gramm oder was auch immer, auch die haben definitiv ihre Berechtigung und dürfen richtig gerne getrunken werden. War es das schon? Ich glaube, das war es schon. Ich würde sagen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann knallt die bitte hier in die Comment-Sektion. Würde mich freuen, lasst uns über Kaffee diskutieren. Deswegen mache ich diesen Kanal auch. Ich will mit euch den Austausch haben. Ich will eure Meinung wissen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf diesem Kanal immer häufiger. Ansonsten gerne auf Instagram. Haut richtig rein da. Freut mich, wenn ihr euch meine Pictures anguckt und einen kleinen Satz darunter schreibt, wie immer. Und meine Kaffeetests und hier diese Kaffeetalks auch verfolgt. Ja, würde mich freuen. So, 21 Uhr, zweiter Kaffee schon. Ja, das wird eine lange Nacht. Bis dann, lasst euch den nächsten Kaffee gut schmecken. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.